Hallo Leute, heute drehen wir ein paar Runden mit dem Panzerjäger 1. Ihr seht, ich habe hier auch Schokolade eingepackt, weil ein Feuerlöscher einfach keinen Sinn macht. Das Ding hat einfach zu wenig HP und brennt zu selten. Okay, dann legen wir einfach mal los. Zumindest wenn sich Gegner finden lassen. Ah, wir haben Gegner. Ein Begegnungsgefecht auf Stufe 2. Los geht's! Schauen wir mal, was hier auf. Irgendwann müssen sie vorbeikommen. Gap ist auch in Sichtweite. Das heißt, von der Position kann man in diesem Tierbereich eigentlich schon nur. First blood. Da ging voll durch ihre Panzer. Scheint so gut wie alles auf dem Berg zu fahren. Aber nicht alles. Die sind natürlich in diesen Felsen hier. Ist eigentlich ein Fall für den Huser, der da drüben steht.
so gut kann der T18 gar nicht getarnt sein. Also noch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Da das erledigt wird, werde ich mich verlegen. Sollte eigentlich für die noch zu machen sein. Weil der Rosa doch noch ein Problem darstellen könnte, weil da die One-Shots auf jeden Fall hinzukommen. Der ist schon da hinten. Das ist interessant. Das ist auf jeden Fall gut. Die große Macht das Spiel. Ich glaube nicht, dass mein Team das noch gewinnt. Der FC kann sich jetzt doch bewegen.
5-Minute Warning. Das war's. Ist natürlich optimal gelöst mit den Teams. Egal, nächste Runde, nächstes Glück. Warum heißt hier noch mehr auf? Wir müssen doch mehr Glück haben. Ich gehe mit dem jetzt an die Bahngleise, weil das der einzigste Ort ist, wo ich ein bisschen mit Sichtweite arbeiten kann. Los geht's! Da haben wir doch schon den ersten.
Das ist jetzt eine Situation, die eigentlich fürs Team machbar sein sollte. Schon wieder fast geschafft. Sind die mit Schadenschirren und die mit Null Schaden. Muss man nicht verstehen, aber okay.